Hallo und herzlich willkommen beim Musikexpress Interview. Mein Name ist Maxim. Wir sitzen hier mit einer jungen Künstlerin, die ist Rapperin, Songwriterin, Produzentin, Videoregisseurin und Tänzerin. In ihren Songs und Videos beweist sie auch schauspielerisches Talent. Sie schlüpft ab und zu in Rollen, mal mimt sie eine junge Rap-Millionärin, mal ist sie eine Drogenbaronin, mal ist sie eine mordlustige Ehefrau. Texte schreiben tut sie auf Englisch, Französisch und Deutsch und sie steht unter Vertrag, darüber müssen wir auch gleich noch sprechen, bei Europas erstem All-Female-Hip-Hop-Label 365XX. Danke, dass wir da sein dürfen, Jetunde. Ja, danke, dass ich interviewt werden darf. Ja, bitte, bitte. Wir sind hier in meinem Schlafzimmer / Kleiderschrank / Büro, I guess, / Studio. Genau, was hier passiert ist, alles. Vor allem ist hier halt meine Workstation, wo ich dann halt meistens arbeite. Alright. Ich habe ja gerade schon ein bisschen angedeutet, du machst ja sehr viel in deiner Kunstproduktion. Also bist du in sehr vielen kreativen Bereichen unterwegs. Ich bin auf jeden Fall sehr ambitioniert und manchmal auch zu ambitioniert. Und auf jeden Fall kämpfe ich immer wieder damit zu schauen, alles unter einen Hut zu kriegen, beziehungsweise die Prioritäten richtig zu setzen. Und es ist ein ewiger Prozess zu lernen, wann ich wo die Energie reinstecken muss und wann es wichtig ist, was abzugeben. Und ja, es ist immer ein Hin und Her, weil ich will natürlich auch nicht alles selber machen, weil ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten, weil ich von diesen Leuten ja auch lerne und dann wieder Sachen übernehmen kann. Und ich kann ja nicht einfach alles aus dem Stegreif natürlich. Aber wenn ich Sachen abgebe, kommt natürlich dann auch nicht das Ergebnis raus, was ich haben will, weil ich einfach eine sehr, sehr klare Vision habe von dem, was ich haben will. Und gerade auch, wenn man noch nicht ein Universal-Budget hat, ist es unglaublich schwer, genau diese Sachen umzusetzen und genau die richtigen Leute zu finden. Und es ist auf jeden Fall ein Hin und Her, ein Lernprozess für mich, für mein Team, für alle. Und ja. Okay. Aber du hast ein großes Team um dich herum sammeln können, was dich dabei unterstützt und sozusagen auch ein paar Aufgaben abnimmt. Ja, also alleine... Alleine kann kein Künstler irgendwas reißen. Also ich glaube auch jeder, der behauptet, der hat es alleine geschafft, lügt, weil das ist in diesem Business einfach nicht möglich. Man kann sehr, sehr viel selber machen, aber selbst wenn man alles kann, sollte man es nicht alles selber machen, glaube ich. Und ja, also ich habe eine unglaublich großartige Managerin. Ich habe jetzt auch das Label, das hinter mir steht. Ich habe meine Freunde, die ja selber alle Künstler sind und im kreativen Bereich, die mich immer wieder supporten und mir Equipment geben oder ihre Zeit und ihre Ideen. Also ja, ich habe gute Rücken. Sehr gut. Alright, angefangen hat ja bei dir alles mit dem Tanzen, wenn ich richtig informiert bin. Und du machst das ja auch noch weiterhin. Gibt es, glaube ich, auch Workshops oder solche Sachen? Ja, inzwischen nicht mehr so viel oder eigentlich kaum noch. Seitdem ich nach Berlin gezogen bin, ist der Fokus wirklich komplett auf Musik gerutscht. Aber ja, ich habe halt wirklich angefangen mit Tanzen, Schauspiel und so klassisch Klavier und bin dann immer mehr in die Musik-Performance-Schiene gerutscht. Ja, gab es bei dir irgendwie so einen bestimmten Moment, wo du gesagt hast, okay, ich will jetzt kopfüber in dieses Business reinjumpen irgendwie? Also jetzt quasi vom Tanz zum Hip-Hop, zum Rap, zum Texte schreiben, zum sich selbst vor die Kamera stellen. Also es ist ja schon irgendwie so ein Prozess, ne, den man durchläuft. Also gab es diese Überlegung oder war das so alles organisch quasi? Also für mich war es immer klar, dass ich Künstlerin sein will. Das war irgendwie, das wusste ich schon immer, dass ich einfach vor der Kamera, wie sagt man das genau, sein will und werde. Und gerade dann in der Abi-Zeit war es dann auch einfach, da war dann einfach die Entscheidung, wohin genau. Ich habe mich ja für Musical auch beworben, für Schauspiel, für Musik. Und ja, dann, aber ich habe dann auch einfach gemerkt, in dem Jahr, Vorbereitungsjahr, dass Musik mich einfach am meisten erfüllt hat und ich mich da am besten ausdrücken kann und das irgendwie doch das Genre ist, was alle meine Fähigkeiten am besten vereint. Gerade beim Musical oder so ist es ja dann am Ende trotzdem ein Wiedergeben von einem Werk von jemand anderem und nicht schreiben, sondern nur performen. Und ich bin halt, ich mache halt beides, Input, Output, und ich brauche beide Seiten, ja, auf jeden Fall. Okay.
Aber ich stelle mir das auch schwierig vor, weil das kann ja zwischendurch dann schon irgendwie ein bisschen zu so einem Clusterfuck werden, wenn man irgendwie so versucht, diese ganzen Bereiche irgendwie so abzudecken. Ja. Ich habe gelesen, also zwischendurch stand auch mal im Raum, Medizin zu studieren. Ist das eine Entscheidung, über die du heute noch nachdenkst, wo du irgendwie strugglest mit, oder Nein, ist alles gar nicht. So also gelaufen? Das war eher, man wächst ja immer auf mit, ob das jetzt von den Eltern ist oder den Freunden, der Gesellschaft, was auch immer, als dieses, man braucht einen Plan B, man muss was Standfestes haben. Und für mich war das so, okay, dann studiere ich halt Medizin. Ich war immer so, ich werde Musikerin, aber dann ich mach das irgendwie und studiere dann halt Medizin, weil es sein muss, weil man einen ordentlichen Weg einschlagen soll. Und Gott sei Dank haben mir meine Eltern aber auch klar gemacht, dass das niemand von mir erwartet und dass denen vollkommen klar ist, dass ich eine Performerin bin und mich auch dem erstmal hingeben soll und nicht irgendwas aus trotz Angst, was auch immer, jetzt Medizin studieren muss. So, das kann ich immer noch machen. Wenn ich wirklich will, kann ich mit 30 immer noch studieren. Okay, dann hattest du aber sehr nette Eltern, muss ich sagen. Oh mein, ja, also ohne meine Eltern würde ich niemals das machen können, wie ich das heute mache. Also es fängt ja auch da alleine damit an, dass sie ja mich jeden Tag in die Tanzschule, Schauspielschule, Musik, was auch immer, alles, was ich machen wollte, hatte ich die Freiheiten zu machen und sie haben mich darin unglaublich gefördert. Und also da fängt es ja alleine schon an. Mhm. Und auch jetzt, ich meine, mein Management macht meine Mutter, mein Dad ist auch Teil des Teams, supportet die ganze Aktion und es ist irgendwie schon so ein kleines Familienunternehmen. Okay. Also familiärer Rücken ist auch da. Ja. Okay, Fliege. Das ist der Moment für die Fliege. Jetzt wird das Meme gemacht. Fliege auf den Kopf. Cool. So. Die wird rausgetuschiert. genau, du hast ja gerade angesprochen Schauspiel, ne? Also ja. Ich würde auch sagen, dass Schauspiel irgendwie ein sehr großer Aspekt auch in deiner Kunst auch irgendwie ist, weil du schlüpfst ja in verschiedene Rollen. Ja. Deswegen würde ich jetzt einfach mal über einen aktuellen Song von dir sprechen wollen. Wovon träumst du nachts? Blau 24/7. Nur in deine Augen schau, machen ne Roadtrip. Singing Love is in the air. Molly Mofan, schlag damit ich deine Stimme nicht hör. Allem wird schon schlecht von unserem Kitsch-Karussell. Immer alles schick, heile Welt, wie ein Insta-Profil. Doch bei dem Hochglanz werd ich aggressiv, ganz subtil. Mach nen Ausflug in mein Weg von dir. Ja, wo du ja die Rolle einer Ehefrau einnimmst, die, also ich würde jetzt mal sagen, so auf alle Arten der Kunst davon träumt, ihren Ehemann zu massakrieren, ein Blutbad zu errichten, ihn zu Gelee zu verarbeiten. Also wenn das jetzt hier eine Therapiesession wäre, dann könnte man jetzt sehr weit ausholen, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich würde jetzt erstmal fragen, wie kommt man auf sowas? Warst du schon mal in einer Beziehung? Ja. Frage beantwortet. Ja, aber ich würde schon gern ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen, weil, also ich habe mir dazu auch ein Zitat notiert, okay. Was mich sehr zum Nachdenken gebracht hat. Allen wird schon schlecht bei unserem Kitsch-Karussell. Alles nur schick, heile Welt, wie ein Insta-Profil. Mhm. Also ich weiß nicht, wie es bei dir in der Schule ging, aber ich stand immer sehr auf so Gedichtsanalyse und solche Geschichten. Und also ich habe mir dazu irgendwie überlegt, klar, also das Bild, was viele junge Menschen von Beziehungen haben, ist ja sehr geprägt von Social Media und Instagram. Mhm. Und das Bild, was man da präsentiert bekommt, das ist ja sehr makellos. Ne? Es ist ja sozusagen, also es gibt keine Schattenseiten, die da gezeigt werden. Und wenn man quasi versucht, diese Illusion oder dieses Bild quasi in die alltägliche Praxis oder in sein Beziehungsleben mit reinzutragen, dann unterdrückt man ja alles Schlechte, so was eine Beziehung eigentlich ausmacht. Ne? Also Streiten, Frustration, Drama. Und das
rächt sich natürlich dann irgendwann im Unterbewussten. Im Traum. Freud lässt grüßen und so. Ja. Also das waren so die Gedanken, die bei mir da so mitgeschwungen sind. Ich weiß nicht, ob das auch deine Intention war. Also ich weiß nicht, wie bewusst das so meine Intentionen waren. Aber ich meine, klar, also der Song ist ja natürlich aus einer Wut entstanden, die unterdrückt wurde und dann irgendwie rauskommen musste. Und sich dann halt in diesem Song geäußert hat und ich dann halt das auf humorvolle Art und Weise einfach dann nutzen konnte und damit ich auch selber wieder über die Situation lachen kann. Hm. Und aber ja, also ich bin der Meinung, dass natürlich ja Kommunikation ist unglaublich wichtig und sich aussprechen zu können. Und ich meine, das ist ja auch eine Form der Kommunikation. Die Person, die den Song hört, ist ja natürlich dessen auch bewusst, dass da eine Wut ist und dementsprechend ist es ja auch eine Form des Öffnens. Hm. Glaube ich. Klingt gut auf jeden Fall. Aber ja. Aber also Social Media finde ich halt einfach ein interessantes Thema, auch jetzt in Verbindung mit dem Song. Wie ist denn dein Umgang mit Social Media? Also ich habe gesehen, du nutzt ja auch die ganzen Plattformen, die man halt so nutzt als Künstlerin, ne? Instagram, TikTok hast du, glaube ich, auch. Sind das Sachen, die du gerne bedienst? Nein. Nein, okay, das habe ich mir fast gedacht. Social Media ist immer wieder ein ewiger Kampf. Also Instagram habe ich 3 Jahre gebraucht, um irgendwie einen Flow zu finden und irgendwie wirklich Spaß daran zu finden. Und es gibt Zeiten, da macht es mir auch Spaß zu posten. Also ich meine, gerade irgendwie coole Fotoshootings zu organisieren, da mit geilen Designern zusammenzuarbeiten oder Make-up-Artists, also es ist ja kreativer Output und das macht Spaß oder irgendwelche Sketches zu machen, macht mir natürlich Spaß, aber es ist immer so ein Zwang. Man muss posten, weil wegen Algorithmus, weil man sonst nicht gesehen wird, man muss so regelmäßig Content schaffen und das nimmt mir irgendwie die Liebe an der Kreativität. Das ist diese zur Schaustellung, es ist halt einfach eine pure zur Schaustellung. Instagram ist irgendwie auch fake. Man postet ja nicht, wenn es einem scheiße geht. Und also ich zum Beispiel, ich poste meistens gar nicht. Also bin null auf sozialen Medien, wenn es mir schlecht geht. Nicht, weil ich mich verstecken will vor denen, aber weil ich einfach kein Interesse daran habe, mich zur Schau zu stellen, wenn ich mich eigentlich um mich selbst kümmern muss. Mhm. Und dadurch wird uns aber auch so eine falsche Welt präsentiert. Wir sehen nur das Gute bei den anderen. Das ist einfach, es ist halt eigentlich so eine Spirale, kann man sagen. Ne? Ja. Weil ich mache das halt genauso. Aber wenn man eben die Schattenseiten des Lebens nicht präsentiert, dann bleibt es ja sozusagen diese Fake-Welt. Ja. Also wo sich ja auch viele Leute dann irgendwie ein Beispiel aber nehmen. Aber um diese Schattenseiten zu präsentieren, musst du ja auch in einem starken und bewussten Zustand sein und dann hast du ja wahrscheinlich gerade gar nicht so viel Schatten. Also, weißt du, was ich meine? Also, ich meine, niemand, dem es schlecht geht, geht so raus und wird, hey, mir geht's voll scheiße, schaut mal bitte alle her, wie scheiße es mir geht. Also, die meisten setzen sich hin, liegen erstmal eine Woche im Bett, schauen 3-mal Titanic und dann gucken sie weiter. Mhm. Es ist ja auch wichtig, sich den Platz nehmen zu können. Also, ich war jetzt auch 3-4 Tage im Urlaub und es war so schlimm, das Handy auszuhaben, weil die ganze Zeit Panik ist, oh mein Gott, was ist, wenn ich nicht antworte, so, was ist, wenn irgendjemand versucht, mich zu erreichen, also Arbeit vor allem, oh mein, ich habe ja eigentlich ein Release, ich muss doch Promo machen, ich kann doch nicht einfach jetzt mal 4 Tage nicht erreichbar sein, oh, der Blitz wird mich erschlagen. Dieser Stress ist halt extrem verbunden mit sozialen Medien und das gefällt mir überhaupt nicht. Ja. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber du wurdest nicht vom Blitz getroffen. Wir sitzen anscheinend habe ich überlebt und du ahnst es nicht, alle anderen auch. Es ist nichts verbrannt, nichts kaputt gegangen. Alle sind klargekommen, obwohl ich nicht erreichbar war. Ja. Faszinierend. Merkwürdig. ich würde jetzt mal versuchen, einen Bogen zu spannen zu einem anderen Song, den du davor released hast. Und zwar, du hast ja vorhin von Algorithmus gesprochen, ne? Und ne, was man so bedienen muss. Schön und, den Bogen gespannt. Genau, Algorithmus, der Song davor, alles nur gekauft. Yeah! We'll be right back.
Da würde ich jetzt auch gerne mit einem Zitat einsteigen, wo du, glaube ich, ein bisschen einen Hintergrund liefern musst, weil ich glaube, uns beiden ist bewusst, wer Kai ist, aber vielleicht nicht allen. Ja. Ich bin jetzt ein Viral-Hit, über Nacht 12 Millionen Klicks, mach einen auf überrascht, doch eigentlich hat's der Kai gemacht. Sag mir noch ein bisschen was zu der Inspiration zu dem Song. Ja, also das ist von einer Doku vom Y-Kollektiv. Oder was True Doku? Nee, es war Y-Kollektiv. Das war Y-Kollektiv, ja. Und genau, also ich meine, selbst vor dieser Doku war uns allen schon klar, dass gerade das Hip-Hop-Game extrem manipuliert wird von Gangs, mafiösen Gangs, die halt ihr Geld mit Spotify waschen und halt sich Klicks einkaufen. Also es sind legale Streams über gehackte Accounts und man bezahlt halt Kai. Und der holt dann für ein paar schöne Streams bei raus und dann kriegt man halt legales, schön frisch gewaschenes Geld von der GEMA zurück. Mhm. Und es ist gerade extrem schlimm, gerade im Hip-Hop-Game, weil es wirklich, ich würde sagen, 70% der Künstler machen. Selbst wenn die Künstler es nicht wissen, die Manager oder so, machen das. Also alle, die gerade wirklich groß sind, kaufen in irgendeiner Form oder der anderen, auch wenn es nicht über Kai ist, zumindest Klicks kaufen auf YouTube, sonst sowas. Also immer werden die Zahlen gepusht, gedreht. Wenn man das halt nicht machen will oder kann, hat man eigentlich schon gar keine Chance mitzuspielen in diesem. Ich muss ganz ehrlich sagen, also diese Doku hat bei mir schon echt ein bisschen was kaputt gemacht, muss ich sagen. Also jedes Mal, wenn ich jetzt irgendwie einen jungen Artist sehe, irgendwie so 17, 18, der dann irgendwie quasi, also wirklich über Nacht zum Star wird, dann mit so einem viralen Hit mit 12 Millionen Klicks, mit einem Song, den man gefühlt schon tausendmal gehört hat, dann, also ich glaube das dann einfach nicht mehr, seitdem ich das gesehen habe. Das war mir schon vorher bewusst, aber das war dann halt wirklich so schwarz auf weiß, okay, es funktioniert genau so. Yeah. Und also für die Kunst ist es halt extrem schade. So. Es ist für die Kunst schade, es ist für die, die sich einen Arsch abarbeiten, extrem schade. Und ganz ehrlich, auch für diese 18-jährigen Kids, die da in dieses Fame reingeschmissen werden, ich will nicht wissen, was die langfristigen psychischen Konsequenzen davon sind, wenn du eigentlich reingekauft wurdest, über Nacht extrem Fame hast, nicht unbedingt weißt, damit umzugehen und du erst ein Kind bist. Mit 18 ist man noch ein Kind. Ja. Also man ist einfach ein bisschen blöd im Kopf und überheblich. Das sind alle 18-Jährigen. Die denken, die haben es begriffen und merken mit 25, ah ja, da war noch was. Und also ist es auch einfach unverantwortlich den Kids gegenüber, finde ich. Ja, also es löst ja auch einen krassen Druck aus, weil du bist ja dann gefordert, quasi jedes Mal diese Reichweite zu liefern. Und wenn dein Song sich orientiert nach irgendwelchen Modus Mio-Playlisten und du quasi deine eigene künstlerische Person auch gar nicht gefunden hast, ist es dann halt so, okay, klaue ich jetzt einfach weiter und es funktioniert jedes Mal so? Oder was mache ich jetzt? So, ne? Also es ist halt keine langfristige Karriere, die damit aufgebaut werden kann. Sowas hält sich halt 5 Jahre und dann ist man raus. Und das ist, das tut dann, glaube ich, schon weh. Aber hast du selber mal überlegt, Klicks zu kaufen? Ja, ich wollte für alles nur gekauft, auf jeden Fall Klicks kaufen, aber mein Label hat zu viel Integrität. Nervig. Okay. Also ich hätte es bei dem Song einfach gemacht, weil es lustig wäre. Ganz ehrlich, weil es einfach lustig wäre, weil es zum Song passt und ich hätte gerne 12 Millionen Klicks einfach unter dem Video gehabt. Aber dem Label ist dann halt doch wichtig, dass wir richtige Künstlerarbeit machen und eben nicht genau diese Wege einschlagen, die viele andere Künstler oder Labels oder Manager oder wie auch immer dann doch einschlagen. Sie haben halt gewisse Werte und das ist dem wichtig und das muss ich in dem Moment akzeptieren. Deswegen habe ich ja mich auch für dieses Label entschieden und das ist halt eine Konsequenz davon. Könntest du beschreiben, welchen Flavor du in dieses Label mit reinbringst? So, also was ist der Yetunde-Style? Ich würde sagen, ambivalenter Hip-Hop. Meine Musik wird oft als Hip-Hop, sagen wir, verkauft, weil man muss ja in irgendeine Schublade passen, aber umso mehr ich über meine Mucke nachdenke, umso weniger glaube ich, dass es Hip-Hop ist, klassisch, das ist Rap auf jeden Fall, mit K-Pop-Elementen, also ich liebe K-Pop, das ist, glaube ich,
das Nächste, was an meine Mucke reinkommt teilweise. Und ja, K-Pop, Urban, Pop und Hip-Hop verschmelzen. Aber ja, ich glaube, K-Pop ist... Für die, die K-Pop kennen und verstehen, verstehen, glaube ich, auch meine Musik. Okay, das war's auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank, Jetunde, dass du uns eingeladen hast. Thank you. Es war uns eine Freude und ja, viel Erfolg auf jeden Fall mit deiner neuen EP. Merci. Und bleib so, wie du bist. Oh, du auch. Wir sind draußen.